Hallöchen, meine lieben Pferdefreunde, willkommen zu einer neuen Folge Horse Reality, heute mal wieder. Ja, ich habe wieder, um genau zu sein, 4 Fohlen, die ich euch zeigen kann. Der Rest kommt tatsächlich jetzt erst am Wochenende. Ich denke mal, ich werde jetzt vielleicht am Wochenende oder, ja, mal gucken, wann ich das mache. Irgendwann jetzt nochmal die Tage eine Folge aufnehmen, damit wir die ganzen Fohlen abarbeiten können. Und ja, wir werden erst uns die Fohlen angucken und dann werden wir noch ein oder vielleicht 2 oder 3 Pferde zusammen kaufen. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen, wie ich quasi nach Pferden suche oder was ich, wo ich drauf gucke und drauf achte, wie wenn ich jetzt Zuchtpferde kaufen möchte. Ich möchte neue Zuchtstuten haben. Und ja, wir gucken uns aber erstmal die Fohlen an. Und das ist einmal eine komplette Eigenzucht, die kleine, die ist heute erst gekommen, mit einem GP von 678 und 7 Very Good und 5 Good. Konfitechnisch habe ich sie noch nicht losgeschickt und ja, sie ist ein Rabbi, das ist sehr schön, denn der Vater ist nur ein, ich glaube, Rabträger, wenn ich das richtig sehe, oder? Ja, das ist nur ein Rabträger, ich weiß nicht, warum ich da Rab stehen hatte oder habe. Aber wie gesagt, sie ist ein Rabbi, freue ich mich. Jetzt ist so, wenn sie die Konfi ihrer Mutter schafft, dann kann die Mutter auch wieder in den Verkauf. Dann ist sie eine potenzielle Verkaufskandidatin. Als nächstes auch noch eine kleine Maus, die heute gekommen ist, über die ich mich, glaube ich, sogar sehr gefreut habe. Das ist auch eine komplette Eigenzucht. Die hat nämlich 780 GP, die kleine. Leider nur 3 Very Good und 9 Good. Aber ich sehe gerade schon, da sind noch 2 plus gut mit bei. Das ist nicht verkehrt. Ich hoffe, dass da kein Rowan mit bei ist. Nein, Gott sei Dank nicht. Also die Mutter vererbt ihr Rowan Gott sei Dank bis jetzt nicht. Bin ich zufrieden mit. Also ich bin auch zufrieden mit dieser Stute, weil sie einfach mein GP noch so ein bisschen mit aufputscht. Das, ja, das kann ich mich nicht beschweren. Ich glaube, Gesundheit habe ich noch nicht nachkontrolliert. Nee. Ja, wie gesagt, also ich denke jetzt mal auch nicht, dass sie die Kracher-Konfis machen wird, weil die Eltern machen jetzt auch keine guten Konfis. Ja, müssen wir einfach mal gucken. So, denn weiß ich jetzt nicht, ob ich den schon gezeigt habe oder nicht. Ich glaube nicht. Ich habe nur letztes Mal, glaube ich, die Stute gezeigt. Die habe ich ja tragend gekauft, die Stute. Und das Fohlen ist ein Auerfohlen. 730 GP hat der Kleine, 12 Very Good. Konfitechnisch habe ich ihn auch noch nicht laufen lassen. Ja, das, der wird zu Gisela gehen. Was heißt zu Gisela? Der wird verkauft werden. Also so sieht er groß aus. Die Eltern haben auch jeweils 757 und 741 ergibt 730. Also ihr merkt schon den Fehler, ne? Reden wir nicht weiter drüber, ist halt wie er ist. So, dann kommen wir zu einer kleinen Sache, die ich so zwischendurch mal angefangen habe wieder. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon mal gesagt habe in dem letzten Video oder so, aber die mich lange verfolgen, wissen oder können sich vielleicht noch an diesen Hengst erinnern. Den habe ich auch sehr, sehr lange gehabt. Ich glaube, das ist sogar auch der erste Hengst, den ich damals von der Bachelor Lady gekriegt habe oder mit gekauft habe. Und ja, ich habe da noch ein paar Samenflaschen von ihm gehabt, auch im Gefrierschrank. Und, habe mir gedacht, ich möchte diese Linie wieder ein bisschen mehr mit einkreuzen. Und das ist jetzt der erste Sohn von ihm. Der wird einmal so aussehen. Ich muss mich einfach müssen wir gucken, wie er sich schlägt. Also bis jetzt ist es in Ordnung, trotz eines Average. Wo ist es überhaupt? Da, im Galopp. Aber es wird. Also bis jetzt kann ich da nicht klagen. Ich habe auch quasi gesehen, dass Dani 2 Fohlen von ihm jetzt auch nochmal mit rausgezogen hat mit dem Hengst. Und ja, dass dann einfach halt so ein bisschen die Linie mit dabei bleibt. Der ein oder andere versteht es vielleicht nicht von euch, habe ich auch schon zwischendurch mitgekriegt. Aber ich mochte diesen Hengst einfach unfassbar gerne. Der ist mir irgendwie auch so ans Herz gewachsen damals. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich da jetzt Nachkommen noch so ein bisschen wieder mit drinne habe. Ja, das war es jetzt auch schon erstmal so mit den Fohlen, die ich bekommen habe. Und jetzt gucken wir erstmal noch nach ein paar
Zuchtstuten. Denn ich habe mir überlegt, ich möchte noch mal ein bisschen gucken, da bei den Quartern gucken, ob da vielleicht ein bisschen was Besseres mit bei ist. Sagen wir mal 760 aufwärts. Bevor jetzt wieder alle ausrasten in ein paar Wochen. Wie? Hallo? Ist das irgendwie aktuell ein Bug? Nee, ist es nicht. Nur mit der... Oh, ich ahne Böses. Ich ahne Böses. Hm. 718... Okay, ich glaube, ich muss das ein bisschen ändern, wenn ich in dieser also mit dem GP was suchen möchte. Nee, 600 brauche ich nicht. So. Was spuckst du mir denn da aus? Das sind alles alte Stuten. Also größtenteils alte Stuten. Und ich fürchte auch, dass die alle kein gutes GP haben. Konfi haben. Ist jetzt natürlich wieder so die Frage, was ist ein gutes GP? Also GP-technisch, wo ich mir sage, Minimum 85. Mmh. 81. Aber es sieht jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Mmh. Die sind alle tragend. Ich möchte, wenn es geht, keine Stute mit Rowan haben. Alumino auch bitte nicht. Wachskin. Ich muss mir jetzt erstmal einen Überblick darüber verschaffen, was die überhaupt konfitechnisch machen. Oh, warte mal. Wahrscheinlich konfitechnisch gar nichts. Okay, nein. Also, 3 Average, das ist mir ein bisschen zu viel. Mm-mm. Mm-mm-mm-mm. Also, ihr seht schon, es ist gar nicht so einfach, so das Passende zu finden. Da. Das ist noch jetzt nicht mal wenig. Mich würde jetzt aber auch mal interessieren, wo liegen die überhaupt preislich? Okay, mit wie viel Average? Ja, gut, könnte ich noch mit leben. Könnte ich tatsächlich noch mit leben. Aber das ist schon... Das ist schon ein Sümmchen. Und nicht gerade wenig. Ich bin auch am Überlegen. Na gut, Fohlen. Muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Mm-mm. Ein Average. Na, die hat wieder Rowan mit dazwischen. Was ist mit dir? Ich pick jetzt einfach mal raus. Und wenn es geht, auch bitte nichts Helles. Was ist mit dir? Die hatte ich eben schon. Wie siehst du groß aus? Du siehst so groß aus. Hm. Die sieht bis jetzt aber eigentlich am besten mit aus. So von dem, was ich her so sehe. Ich glaube, damit könnte ich erstmal so ein bisschen wieder arbeiten. Doch. Wartet mal, wie alt ist die denn jetzt? Ja, nach dem Verkauf. Also nach... Die Quarter werden ja demnächst sowieso ein anderes Aussehen haben.
Gesundheit, wie sieht's da aus? Wurde nicht getestet? Wurde denn getestet? Sind die Eltern in irgendwelche Konfis gelaufen? Ja, das sieht jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Der Vater hat eine relativ gute Gesundheit. Ich weiß, das heißt immer nichts. Was ist mit der Mutter? Na, die Mutter ist jetzt nicht so der Kracher. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie jetzt nicht eine schlechte Gesundheit haben wird. Also darf die liebend gerne bei mir einziehen, die Kleine. Und dann möchte ich noch ganz gerne bei den Weltponys gucken. Vielleicht habe ich ja da irgendwie Glück. Weiß ich nicht, sagen wir mal 630. Lassen wir auch mal alle so durchgucken. Finden wir denn da vielleicht irgendwo noch ein Rabicano mit zwischen? Auch eine sehr schöne Farbe hier. Was sind das teilweise für GPs hier? Hallo? Finde ich auch. Also, die Farbe hier finde ich auch hübsch. Wahrscheinlich wieder nicht getestet. Natürlich nicht. Warum auch? Und du bist aber einfach nur ein Quiemchen, ne? Ja. Aber sie wird so aussehen wie die Mutter. Sie wird so aussehen wie die Mutti. Aber nicht gut. Mm-mm. Nicht gut, nein, nein, nein. Brrr. Ich habe, fällt mir gerade ein, ich habe letztens auch schon Nachrichten bekommen, dass, waren das jetzt auch die Welchponys oder die Quarter? Weiß ich nicht. Irgendwer hat mir letztes Mal auch unter die Kommentare mit runter geschrieben, dass sie jetzt auch mit den Welchponys wieder mit anfangen. Oder generell die Motivation durch meine Videos haben, mit Horse Reality wieder anzufangen oder generell es zu spielen. Das macht mich natürlich immer sehr, sehr glücklich, wenn ich sowas lesen kann und darf. Das freut mich immer. Also ich finde das immer sehr süß, wenn ich da solche lieben Kommentare von euch drunter kriege. Das lässt immer das Herzchen ein bisschen wieder warm werden. So. Schluss mit sentimental hier werden. Was hast du für eine Gesundheit? Gar nicht mal so schlecht. Was hast du für eine Farbe? Du bist aber einfach nur ein Dann. Ein Fuchs Dann. Haben wir noch irgendwas anderes? Das sieht nicht so gut aus. Nee. Was ist mit dir? Gar nicht so eine schlechte Farbe. Wie viel sollst du denn kosten? Nicht viel. Seh dann. Das Problem bei der Stute ist, wenn ich da jetzt meinen Rabicano-Hengst wieder mit verpaare, habe ich dann wahrscheinlich wieder ein Doppelcream. Das muss nicht sein. Das muss jetzt wirklich nicht sein. Mit dem Average möchte ich ehrlich gesagt auch nichts haben. Du bist noch tragend. Mm-mm. Auf gar keinen Fall. Nein, 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 nein. Die ist auch noch tragend. Was ist mit dir? Na, es geht. Es geht. Ich glaube, warte mal. 88, was hast du? 7. Also konfitechnisch machen sie fast das gleiche. Ist aber besser.
Ich nehme einfach beide jetzt. Ich nehme beide, ziehe da ein Fohlen jeweils raus und gucke, was passiert. Weil irgendwo muss ich ja anfangen. Ich muss ja zwischendurch mal so ein paar Versuchsstuten haben. Und apropos Versuchsstuten, meine ganzen Stuten sind eh noch alle tragend. Stimmt. Decken müsste ich auch noch. Zumindest zwei Stuten. Ja. Seid ihr miteinander verwandt? Das wollte ich nämlich noch nachgucken. Ob die miteinander verwandt sind? Isuna. Nö. Wenn ich das richtig sehe, sind die tatsächlich sogar nicht miteinander. Na, hier. Nee. Ja, hier. Man würde es aber bei dem Fohlen nicht mehr sehen. Man würde es nicht sehen. Weil hier ist er nämlich sehr weit hinten. Doch, ich möchte das ganz gerne mit den beiden ausprobieren. Wie heißt die denn jetzt? Fohlen. Weißt du das? Ach, guck mal, ich habe sogar zwei Kandidaten. Was hast du für GP? 117. Aber das ist nicht die Stute, die ich haben wollte. Ich wollte die haben. Das wird wieder Doppel-D. Das sage ich euch jetzt schon. Ja. Wir probieren die beiden einfach mal aus. Wie gesagt, hier ist er dann ja weg. Ja. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Die beiden. So. Dann haben wir das auch schon erledigt. Wo ist jetzt allerdings... Habe ich den jetzt schon hier mit reingepackt? Ja. Das ist mein, habe ich den in der Zucht mit drin? Ja. Mit dem könnt ihr auch übrigens züchten, falls ihr Rabicanus züchten wollt. Ja, ist jetzt nicht der Beste, aber irgendwie muss ich ja klein anfangen. Klein muss ich ja mal wieder anfangen, ne? Ich sehe gerade sogar, weil ich glaube, das ist die Mutter. Na, mal gucken. Wir schauen einfach mal, was das Spiel daraus macht. Nein, aber das ist die Mutter, ne? Tatsächlich nicht. Egal. Machen wir alle drei. So, dann sie noch damit bei. Und dann haben wir das nämlich auch schon wieder erledigt. Ja. Ihr Lieben, ich kann euch leider heute nicht mehr zeigen. Bis auf das bisschen, was ich gerade gekauft habe, plus das Züchten. Die nächsten Fohlen werden jetzt die Tage kommen. Ihr seht es ja hier. Also wenn ich jetzt hier mit reingehe, das sind jetzt alles die Stuten, die jetzt halt innerhalb der nächsten zwei Tage ihre ganzen Fohlen bekommen. Das sind die nächsten Fohlen, die jetzt die nächsten Tage kommen von den ganzen Stuten. Wir lassen uns überraschen, was damit bei rumkommt. Ich würde sagen, ich verabschiede mich für heute. Liken, kommentieren nicht vergessen. Links und rechts findest du zwei weitere Videos von mir. Und ja, wenn du nichts mehr von Horse Reality verpassen möchtest, lass gerne ein Like da und ein Abo. Und wir sehen uns in einer nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.